Heute widmen wir uns einem Thema, das sicherlich viele von Ihnen schon einmal frustriert hat, dem berüchtigten Jojo-Effekt. Jeder, der schon einmal eine Diät gemacht hat, kennt dieses Phänomen wahrscheinlich nur allzu gut. Sie arbeiten hart, um ein paar Kilos zu verlieren, erreichen ihr Zielgewicht und sind überglücklich. Doch kaum kehren sie zu ihren gewohnten Essgewohnheiten zurück, sind die hart erarbeiteten Pfunde wie von Geisterhand wieder da. Und oft bringt der Jojo-Effekt sogar noch ein paar zusätzliche Kilos mit sich. Doch warum passiert das? Und noch wichtiger, was können Sie tun, um diesen frustrierenden Zyklus zu durchbrechen und Ihr neues Gewicht dauerhaft zu halten? In diesem Video tauchen wir tief in die Wissenschaft hinter dem Jojo-Effekt ein und erklären, warum er auftritt. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir Ihnen konkrete und praktische Strategien an die Hand geben, mit denen Sie diesen Zyklus durchbrechen können. Es ist unser Ziel, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Wunschgewicht nicht nur zu erreichen, sondern es auch langfristig zu halten. Wir möchten, dass Sie sich in Ihrem Körper wohlfühlen und dass Sie Ihr neues Gewicht ohne ständige Sorge um den Jojo-Effekt genießen können. Bevor wir beginnen, möchten wir betonen, dass Abnehmen und Gewicht halten ein komplexer Prozess ist, der von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, darunter Genetik, Stoffwechsel, Essgewohnheiten, Lebensstil und sogar psychologische Faktoren. Es gibt keine Einheitsgröße für alle Lösungen und was für eine Person funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für eine andere. Aus diesem Grund ist es wichtig, verschiedene Strategien auszuprobieren und herauszufinden, was für Sie persönlich am besten funktioniert. Wenn Sie bereit sind, tief in das Thema Jojo-Effekt einzutauchen und zu lernen, wie Sie dieses frustrierende Phänomen für immer loswerden können, dann bleiben Sie dran. Wir haben eine Menge wertvoller Informationen und Tipps für Sie vorbereitet. Was ist der Jojo-Effekt? Der Jojo-Effekt beschreibt das Phänomen des schnellen Gewichtsverlusts und der anschließenden Gewichtszunahme, oft sogar mehr als zuvor. Er ist die Folge von strengen Diäten und drastischen Kalorienbeschränkungen, die den Körper in einen Hungermodus versetzen und den Stoffwechsel verlangsamen. Wenn Sie dann zu Ihrer normalen Ernährung zurückkehren, nimmt Ihr Körper nicht nur das verlorene Gewicht schnell wieder zu, sondern legt oft noch ein paar extra Kilos obendrauf als Schutz vor zukünftigen Hungersnitten. Verstehen Sie, wie der Körper auf Diäten reagiert. Um den Jojo-Effekt zu vermeiden, müssen Sie zuerst verstehen, wie der Körper auf Diäten reagiert. Wenn Sie abrupt die Kalorienzufuhr reduzieren, reagiert der Körper, indem er seinen Energieverbrauch drosselt, um die begrenzten Ressourcen zu schützen. Dies bedeutet, dass Ihr Stoffwechsel langsamer wird und Sie weniger Kalorien verbrennen. Sobald Sie wieder normal essen, verbrennt Ihr Körper immer noch weniger Kalorien als vor der Diät, wodurch Sie schnell wieder an Gewicht zulegen. Langfristige Veränderungen statt kurzfristiger Diäten. Um den Jojo-Effekt zu vermeiden, ist es wichtig, den Fokus von kurzfristigen Diäten auf langfristige Veränderungen des Lebensstils zu verlagern. Statt drastischer Kalorienbeschränkungen sollten Sie eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung anstreben, die Sie langfristig durchhalten können. Es geht nicht darum, bestimmte Lebensmittelgruppen vollständig zu meiden, sondern darum, gesündere Entscheidungen zu treffen und sich satt zu essen mit Lebensmitteln, die gut für Ihren Körper sind. Regelmäßige Bewegung. Sport und Bewegung sind entscheidend, um den Jojo-Effekt zu vermeiden. Sie helfen nicht nur dabei, Kalorien zu verbrennen und Gewicht zu verlieren, sondern können auch Ihren Stoffwechsel anregen und so dazu beitragen, dass Sie Ihr Gewicht langfristig halten. Das bedeutet aber nicht, dass Sie stundenlang im Fitnessstudio schwitzen müssen. Finden Sie eine Form der Bewegung, die Ihnen Spaß macht und die Sie regelmäßig und gerne machen, ob das nun Spazierengehen, Tanzen, Schwimmen oder Radfahren ist. Geduld und Selbstliebe. Letztendlich ist einer der wichtigsten Aspekte, um den Jojo-Effekt zu vermeiden, Geduld mit sich selbst zu haben. Gewichtsverlust und Erhaltung sind kein Sprint, sondern ein Marathon. Es braucht Zeit und Geduld, um dauerhafte Veränderungen zu erreichen. Gehen Sie liebevoll und nachsichtig mit sich selbst um und bedenken Sie, dass es in Ordnung ist, hin und wieder einen Ausrutscher zu haben. Was zählt, ist, dass Sie sich danach wieder aufraffen und weitermachen. Setzen Sie auf eine ausgewogene Ernährung.
Viele Diäten neigen dazu, bestimmte Nahrungsmittelgruppen stark zu begrenzen oder gar auszuschließen. Dies kann kurzfristig zu Gewichtsverlust führen, ist aber langfristig oft nicht nachhaltig. Wenn Sie zu Ihrer normalen Ernährung zurückkehren, nehmen Sie wahrscheinlich wieder zu. Anstatt also bestimmte Lebensmittel zu verbannen, sollten Sie darauf abzielen, eine ausgewogene Ernährung einzuhalten. Das bedeutet, dass Sie alle Nahrungsmittelgruppen in angemessenen Mengen zu sich nehmen sollten, Kohlenhydrate, Proteine und gesunde Fette. Eine ausgewogene Ernährung liefert Ihnen alle notwendigen Nährstoffe und hält Sie länger satt, wodurch Heißhungerattacken vermieden werden. Sorgen Sie für ausreichend Schlaf. Schlafmangel kann zu einer Gewichtszunahme führen. Wenn wir nicht genug schlafen, produziert unser Körper mehr Ghrelin, ein Hormon, das Hungergefühl verstärkt. Gleichzeitig wird die Produktion von Leptin, einem Hormon, das uns signalisiert, dass wir satt sind, reduziert. Darüber hinaus führt Schlafmangel dazu, dass wir uns müde und lethargisch fühlen, was dazu führen kann, dass wir weniger aktiv sind und daher weniger Kalorien verbrennen. Versuchen Sie also, jede Nacht 7 bis 9 Stunden zu schlafen, um diesen Effekten entgegenzuwirken. Vermeiden Sie Stress. Stress kann ebenfalls zu einer Gewichtszunahme beitragen. Wenn wir gestresst sind, neigen wir dazu, mehr zu essen, besonders Lebensmittel, die reich an Zucker und Fett sind. Dies liegt daran, dass unser Körper in Stresssituationen das Hormon Cortisol produziert, das den Appetit anregt. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie versuchen, Stress abzubauen. Dies kann durch verschiedene Techniken geschehen, wie zum Beispiel Yoga, Meditation, tiefe Atemübungen oder einfach ein Spaziergang an der frischen Luft. Suchen Sie Unterstützung. Gewichtsverlust kann eine Herausforderung sein, und es ist viel einfacher, wenn Sie dabei Unterstützung haben. Dies könnte eine Diätgruppe, ein Personal Trainer oder einfach ein Freund oder Familienmitglied sein, das ebenfalls versucht, Gewicht zu verlieren. Zusammen können Sie sich gegenseitig motivieren und sich gegenseitig unterstützen, wenn die Dinge schwierig werden. Mit diesen weiteren Tipps können Sie den Jojo-Effekt wirksam bekämpfen und Ihrem Ziel eines nachhaltigen Gewichtsverlusts näher kommen. Es ist wichtig zu betonen, dass Abnehmen Zeit braucht und Sie nicht über Nacht Ergebnisse erwarten sollten. Seien Sie geduldig mit sich selbst und bleiben Sie konsequent, und Sie werden Ihr Ziel sicherlich erreichen. Um es zusammenzufassen, der Jojo-Effekt ist ein häufiges Problem nach Diäten, aber er ist nicht unvermeidlich. Indem Sie verstehen, wie Ihr Körper auf Diäten reagiert und langfristige Veränderungen in Ihrer Ernährung und Ihrem Lebensstil vornehmen, können Sie den Jojo-Effekt umgehen und Ihre Gewichtsverlustergebnisse langfristig halten. Denken Sie daran, dass Gewichtsverlust mehr ist als nur die Zahl auf der Waage. Es geht um die Verbesserung Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens auf lange Sicht. Zum Abschluss möchte ich Sie daran erinnern, dass der Weg zum dauerhaften Gewichtsverlust kein Sprint, sondern eher ein Marathon ist. Der Jojo-Effekt ist ein weit verbreitetes Phänomen, und es ist wichtig zu verstehen, dass es vollkommen normal ist, Rückschläge zu erleben, wenn man versucht, Gewicht zu verlieren. Wichtig ist jedoch, dass Sie nicht aufgeben und weiter an Ihren Zielen arbeiten. Mit den richtigen Strategien und einer Menge Geduld und Ausdauer können Sie den Jojo-Effekt besiegen und ein gesundes, nachhaltiges Gewicht erreichen. Es ist wichtig zu betonen, dass jeder Körper einzigartig ist. Was bei einer Person funktioniert, mag bei einer anderen Person nicht funktionieren. Daher ist es entscheidend, auf Ihren Körper zu hören und herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Und vergessen Sie nicht, sich selbst dabei zu lieben und zu respektieren. Gewichtsverlust und Erhaltung sind viel mehr als nur Ästhetik. Es geht darum, sich selbst gesund und glücklich zu fühlen. Schließlich noch dies: Gesundheit ist eine Reise, kein Ziel. Der Weg dorthin ist oft mit Herausforderungen gepflastert, aber der Lohn am Ende des Weges ist es mehr als wert. Seien Sie sanft mit sich selbst, bleiben Sie geduldig und konsequent, und Sie werden sicherlich Ihre Ziele erreichen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen einige wertvolle Einblicke und praktische Tipps gegeben, die Ihnen dabei helfen werden, den Jojo-Effekt zu überwinden. Wenn Sie dieses Video nützlich fanden, würde ich mich sehr freuen,
wenn Sie unseren Kanal abonnieren und das Video mit einem Daumen nach oben bewerten würden. Teilen Sie es auch mit Ihren Freunden und Ihrer Familie, die vielleicht ebenfalls nach Möglichkeiten suchen, den Jojo-Effekt zu vermeiden. Und denken Sie daran, Sie sind nicht allein auf dieser Reise. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.